So, das ist der Kuberraum von den Froschkinder. Die hat noch schön eingerichtet. Ein großer, heller Raum. Die Vorfreude ist groß. Und bald beziehen wir unser Froschkuberraum. Der Nebenraum der Froschgruppe wird zum Schlafraum. Man sieht, es wird alles noch erst vorbereitet und direkt angegliedert an den Gruppenraum. So, hier sind wir dann im Flurbereich. Ein kleines Wandspiel, Garderobe, Leihmöbel aktuell noch. Rechts ist der Bewegungsraum, der Turnraum. Hier wird geturnt. Bewegungsbaustelle wird hier aufgebaut, Schienensystem von der Wand, um Schaukeln aufzuhängen und eine Bank festzumachen. Also ganz viele Möglichkeiten hat man hier zu turnen, mit der Kleinen und auch mit der Großen. Ob Balanciere, ob Trampolinspringe, ob Fußballspiele, alles ist hier möglich in unserem wunderschönen Turnraum. Ist das Atelier und Werkraum. Hier kommen Werkbänke rein, eine große Pinnwand. Hier wird gepinselt und gewerkelt, gesägt und angemalt. Neben dem Funktionsraum haben wir unseren kleinen Waschraum, zugänglich auch vom Außengelände, sodass man nicht durchs ganze Haus muss, um auf die Toilette zu kommen. Toilette und Waschbecken, alles ist da. So, nochmal durch den Flur ins Treppenhaus. Das Treppenhaus ist mit einem Aufzug noch versehen. Für Kinder und Menschen mit Beeinträchtigungen. Nebendran die Treppe. Hier gleich links ein weiterer Funktionsraum. Es wird ein Projektraum. Hier sind die Wackelzellen und die Regenbogenkinder immer wieder Besprechungen haben und Aktionen stattfinden. Hier kommen wir in den Personalraum mit Teeküche. Hier finden Besprechungen, Dienstbesprechungen, Gespräche, Elternausschusssitzungen, Kita-Beirat und so weiter finden hier statt. Ein wunderschöner, toller, heller Raum. Wir freuen uns drauf. Neben dem Personalraum ein Ruheraum fürs Personal, für die Angestellte, einfach auch hier die Pausenzeit zu verbringen. Hier die Toilette, eine weitere Toilette mit Dusche, der Flurbereich im Obergeschoss, hier grenzt eine Dachterrasse an. Ganz hinten kann man die Fluchttreppe erkennen. So, ein weiterer Funktionsraum, der Lesewald für unsere Kinder. Hier werden ganz viele Bücher sein, Kamishibai, Toni-Figuren, Hörspiele. Hier wird es ganz gemütlich, man kann sich entspannen und ganz tolle Geschichten hören. Ja, liebe Freunde, ihr habt einen Eindruck bekommen vom Neubau der Kindertagesstätte hier in Leimersheim. Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt auf der Zielgeraden ist und dass wir bald hier das neue Kindergartengesetz umsetzen können und damit dann auch eine echte Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in die Realität umgesetzt wird. Wir freuen uns aber auch, dass wir für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier bessere, sehr gute Arbeitsbedingungen schaffen und versprechen uns davon, dass wir diesen Kindergarten auf Dauer zu einem lebendigen Ort in unserem Dorf weiter und immer besser werden lassen. Und wenn Sie selbst sich ein Bild machen, wenn, wie das hier war ist, wie es aussieht, was die Kinder mit dem Haus machen, wenn alles Möbel da ist, also im Laufe des Monats Mai, wird es dann auch Ende Mai einen Tag der offenen Tür geben, zu dem ich Sie jetzt schon einladen darf. Also kommen Sie vorbei, am 25. Mai wird es soweit sein, hier in unserer Kindertagesstätte, machen Sie selbst ein Bild davon und gucken nur mal, was die Kinder hier alles für Räumlichkeiten bald in Beschlag nehmen werden.